Matrixarbeit in dem Moment. Es geht darum, intuitiv in diesem Feld, was ich anbiete, zu arbeiten, um dann diese Eigenverantwortung auf den Tisch zu bringen. Also ein Beispiel, manche kommen, sie haben körperliche Beschwerden zum Beispiel und wir schauen, wie man mit der Matrix da arbeiten kann, was das Feld anbietet zum Beispiel. Dann muss es nicht unbedingt sein, dass der Schmerz gleich weggeht. Klar gibt es oft, dass jemand dann den Kopf dann besser drehen kann, dass die Knieschmerzen besser sind. Das ist ja die letzte Ebene, auf der sich ein Thema zeigt, auf der körperlichen. Der Körper ist ein verlässlicher Signalgeber. Wenn es jetzt aber darum geht, eben ein anderes Feld, was zu dem Thema gehört, zu lösen, also im Leben zu verändern, dann wird das jetzt ziemlich schnell und sehr, sehr zuverlässig auf die Person zukommen. Also es gibt viele Leute, die eben sagen, oh, Matrix, nimm mal eben diese Schmerzen weg. Dann sage ich, wir gucken, was wir machen können. Wir gucken, was das Thema jetzt bringt. Ja. Und dann kann es eben sein, dass diese Menschen in die Situation kommen, in dem sie was im Leben verändern können an dieser Stelle, wo sie sonst immer die gleiche Schleife gefahren haben. Also es geht jetzt nicht in einer Arbeit zum Beispiel darum, der Person in dem Moment bewusst zu machen, was los ist, sondern diese Themen für sie lösbar auf den Tisch zu bringen in der nächsten Zeit. Und das passiert dann ganz schnell. Also es sind dann oft so, dass ein Thema plötzlich anders wahrgenommen wird. Damit hat es sich ja schon verändert, weil ich zum Beispiel eine andere Gewichtung drauf habe, dass es mir nicht mehr so wichtig ist, ja. Oder ich fühle mich nicht mehr so traurig, wenn ich daran denke. Dann hat sich schon verändert. Dann kann sich's im Außen weiter verändern. Dann kann ich vielleicht ein grundlegendes Thema in der nächsten Zeit bearbeiten, was da noch drinsteckt, was mir bisher nicht bewusst war. Das kann dann aber kommen. Also um diese Ebenen geht's da eher. Ich bin jetzt nicht der Anwender, der sagt, ich mache Ihnen das mal eben weg. Das ist gar nicht mein Ansinnen. Sondern mir geht's darum, eben die Menschen dann auf eine andere Ebene zu bringen, damit sie in ihrem zukünftigen Leben Themen lösen können und die kommen dann ganz schnell. Also bei mir zum Beispiel zu nennen, ich wusste nicht, wie ich beruflich irgendwie weitermachen soll, aber dann bei den ersten Matrix-Seminaren habe ich das gelernt, habe konsequent für mich daran gearbeitet und es hat sich in den nächsten Monaten so rasend schnell verändert, dass ich plötzlich in der Situation war, einen Erlebnisabend für einen Kollegen zu übernehmen, wo gute 40 Mann vor mir haben sitzen sollen. Was tue ich damit? Ich hatte natürlich erstmal fürchterlich Angst, gedacht, okay, ich arbeite mit der Angst losgelassen, was habe ich denn noch dahinter, was zeigt sich denn noch, damit so weiter gearbeitet an diesem Tag, wo es anstand. Ich bin aber dahin. Ja, also früher wäre ich da weggelaufen. Also das ist der grundlegende Unterschied. Das heißt, ich bin da hingegangen, ich kannte weder den Raum, noch wusste ich, welche Leute da waren. Drittens hatten die noch jemand anders erwartet. Ja, also es waren schon ein wenig schwierige Voraussetzungen und ich wusste, es werden viele Leute da sein. Bin dahin, ich war die Ruhe selbst, das ist 1A gelaufen, es kamen auch kritische Fragen, ich bin damit ganz locker umgegangen, ich hatte für mich keine Unsicherheiten und es war für mich einfach die Erfahrung, um die es da ging. Ich habe für mich einen Persönlichkeitsanteil kennenlernen dürfen und angefangen zu leben. Und meine Aufgabe war eben, da dieses Thema anzugehen und mir das mal anzugucken, wie das dann ist mit mehr Leuten, die vor mir sitzen und ich habe festgestellt, ich mag es lieber mit vielen Leuten, da bin ich sicherer, warum auch immer. Ja, also da ging es um einen Persönlichkeitsaspekt zum Beispiel. Und das sind die Themen, die dann eben auf den Tisch kommen. Und früher wäre ich da weggelaufen, ich hätte es gar nicht erst ausprobiert. Du hast vorher erwähnt, dass du ein Matrix-Seminar selbst besucht hast. Von wem wurden oder werden die denn veranstaltet? Woher kommt eigentlich dieser Begriff? Ich meine, den hast jetzt nicht du, der, also ich meine, der Begriff ist sowieso jetzt schon sehr alt, aber woher kommt eigentlich jetzt diese Matrix-Lehre, so nenne ich es jetzt einmal? Oh, ich glaube, da verstreiten sich die Geister. Das sind ja auch erbitterte Kämpfe entstanden um die Namensrechte von Amerika, das heißt Richard Bartlett, wir haben auch Frank Kinslow, dann Ulrich Kieslich und viele andere Anwender. Das wird ja gerade umbenannt, wie es gerade Spaß macht, weil es einfach
schwierig ist wohl mit den Namensrechten. Ich finde es auch schade, dass da so ein Feld entstanden ist und ich möchte mich da auch bewusst raushalten, um da nicht irgendwelche, mich in irgendwelche Auseinandersetzungen da rein zu begeben. Also da streitet man sich, denke ich. Nach meinem Empfinden ist es überhaupt nichts Neues, sondern wird es einfach bewusst gemacht, dass man da Einflussmöglichkeiten hat. Und für mich ist es auch jetzt ein Aspekt in meinem Werdegang gewesen, um für mich nochmal Dinge rauszubringen und zu erfahren, dass es für mich um einen anderen Weg geht. Zum Beispiel, es ist ein tolles Erleben gewesen und ich finde auch, man kann das ganz schlecht beschreiben, man muss es einfach erlebt haben, wie sich augenblicklich ein Empfinden zum Beispiel zum Thema verändert, wie man es plötzlich anders wahrnimmt. Das geht in einer Sekunde zum Beispiel. Also das finde ich super spannend und was sich dann daraus entwickeln kann. Und jeder macht es auf seine Art, finde ich, und das finde ich auch wichtig. Also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich nicht drauf aus bin, jetzt dem Klienten irgendwas mal schnell wegzumatrixen, sondern ich mache bewusst, dass es nicht darum geht, sondern um das, was als Thema darunter liegt und was sich im Leben jetzt verändern lässt. Also ein Beispiel von einer Krebspatientin, die bei mir war, die eine OP anstehen hatte. Und ich habe gesagt, okay, wir schauen, was ansteht. Und ich habe sie dann gefragt, wie ist es denn, wenn Sie an einen positiven Ausgang denken? Ging überhaupt nicht zum Vorstellen. Also dann habe ich beschlossen, für mich ist es in der Stunde die Aufgabe, diese Dame in eine positive Vorstellung des Ausgangs überhaupt mal zu kriegen. Weil es ist eben das, worum es jetzt auch in dem Gespräch geht, dass wir mit unseren Gedanken beziehungsweise auch die entsprechenden Gefühle dazu, das ist ja die Sprache der Gefühle, Schwingungen, die wir hier sprechen, um da einen positiven Ausgang überhaupt erst zu kreieren zu können oder überhaupt in die Möglichkeit zu kriegen. Und dann habe ich mit ihr eine Stunde lang gearbeitet und habe dann gemerkt, es spiegelt sich bei mir auch, wie ich mich dann mit ihr fühle in der Arbeit und habe ihr dann so eine Zukunftsfokus, so einen Punkt noch mitgegeben. Dann habe ich sie gefragt, wie es ist, wenn sie jetzt da hinschaut. Dann hat sie angefangen zu weinen und hat gesagt, es ist so schön gerade, wenn sie da hinschaut. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe einen guten Job gemacht, das war's für heute. Also indem ich einer Person eine positive Vision gebe oder ihr die Möglichkeit gebe, sich das so vorstellen zu können mit allem, was dazugehört, ist es auch ein Weg. Und wenn ich mir etwas nicht vorstellen kann oder Zweifel drin habe, dann kann es nicht funktionieren, weil ich ja immer diesen Rückzug mitspüre und der kommt dann auch so in der Außenwelt an. Also es wird sich dann nicht in die Richtung verändern, weil ich ständig mit Zweifeln beladen habe und somit wieder zurückziehe. Und das ist eben diese Sprache der Gefühle, beziehungsweise dass wir alles mit dem, was wir aussenden und denken, tatsächlich beeinflussen. Und ich habe dann ein paar Wochen später über eine andere Dame gehört, ja, die ist alles gut gegangen, sie hat keine Nachsorge mehr, ist alles okay, der Dame geht's prima. Freue ich mich. Ja. Ich weiß nicht, was ich tatsächlich im Körper bewirkt habe. Ich bin der Meinung, ich habe im Körper gar nichts bewirkt, sondern ich habe mich nur als Werkzeug zur Verfügung gestellt und ihr die Möglichkeit gegeben, sich das anders vorzustellen. Und dann kann es in eine neue Richtung gehen. Du hast vorher auch erwähnt, dass deine Dame zu dir gekommen ist und ihr habt... Und du hast dich also geweigert, das Kind von ihr, das in der Schule Probleme hatte, zu beeinflussen. Würde das gehen? Ich meine, geht es überhaupt, dass man jemanden gegen seinen Willen beeinflusst über diese Matrixarbeit? Nö, also für mich ist es so, dass ich generell nur positive Aspekte mit in die Arbeit hole, indem ich ja diese Absicht dazu auch habe. Und alles, was die Seele jetzt nicht verarbeiten kann, stellt sie als Information ab. Also generell geht es ohnehin nicht. Und wenn es jetzt um ein Kind geht, dann arbeite ich sowieso mit der Mutter. Also wenn es jetzt so, es ging jetzt nicht um ein kleines Kind, ja, das ist mal ein bisschen was anderes. Aber nicht auf das Beispiel bezogen. Würde das, also egal ob positiv oder negativ, kann man über die Matrixarbeit jetzt auch jemanden behandeln, der gar nicht anwesend ist? Ach so. Also wenn das gewünscht ist, würde ich das, also ich mache auch viele in Fernsitzungen zum Beispiel übers Telefon. Okay, und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde,
mache mit mir eine Behandlung morgen um 3 am Nachmittag, aber ich möchte nicht mit dir telefonieren oder gar nichts. Ich möchte einfach nur, dass du mich behandelst. Würde das gehen? Kannst du ich auch machen. Ich habe es lieber, ich bin mit der Person im Kontakt, dass ich ein schnelles Feedback auch nochmal hören kann. Ansonsten geht es auch, klar. Das ist ja. Aber wie funktioniert das? Kannst du sowieso diese Illusion schlechthin? Bitte? Entschuldigung, das habe ich das letzte Mal verstanden. Oh. Ich sagte, Zeit und Raum ist für mich sowieso eine Illusion schlechthin. Das ist ja für uns auch so eine Hilfe, um Vergangenheit und Zukunft irgendwo wo einordnen zu können. Aber das sind die fantastischen Effekte über Fernsehsitzung, klar. Funktioniert genauso. Das heißt, und würde das auch funktionieren, wenn ich dir überhaupt nicht erzähle, was eigentlich mein Problem ist? Könntest du das rausfinden, ohne mit mir zu sprechen? Also, ich möchte das gar nicht rausfinden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich arbeite ja generell, braucht mir keiner zu sagen, was das Thema ist. Indem die Person an das Thema denkt, ist alles da, mit dem ich arbeiten kann. Also das reicht völlig aus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel frage, welche Ressource könnte denn nun helfen, um das Thema besser voranzubringen, dann kriege ich aus der Matrix eine Information, die jetzt mein Verstand zum Beispiel in ein Symbol in Form eines Baums übersetzt, nur mal ein Beispiel zu nennen. Dann ist da eine Information irgendwo unterwegs, die mein Verstand nun übersetzen kann in Baum. Was dieser Baum jetzt zu bedeuten hat, muss ich nicht wissen. Es ist lediglich ein Symbol dafür, für das, was zum Thema gerade hilfreich ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dann kann ich damit gucken, wie stelle ich das jetzt am besten dem System von der Person zur Verfügung. Also da geht es darum, im Feld spielen zu gehen. Und das ist schon wieder so verrückt, dass die meisten mir so, was machst du da? Wie jetzt? Du pflückst da jedes Blatt einzeln oder gräbst den aus oder fängst den in den Boden oder brennst den ab. Keine Ahnung, was es da an Möglichkeiten gäbe, wenn ich denn jetzt mit dem Baum arbeiten wollte. Dann gehe ich da ganz intuitiv weiter und gucke, wie ein Kind das beim Spielen ist. Was springt mich jetzt an? Auf was habe ich jetzt Lust? Was soll ich denn jetzt machen? Ja, aber wie, ich meine, du beschreib das doch einmal aus deiner Sicht. Du begibst dich dann, wenn so eine Behandlung abläuft, ja, ist jetzt egal, ob im selben Raum oder in derselben Zeit oder wie auch immer, aber wenn so eine Behandlung abläuft und du dich quasi in diese Matrix begibst, wie spürt sich das für an? Siehst du da Dinge? Wie nimmst du da wahr? Also, wie ich so eingangs erwähnt habe, bei mir würde man sagen, ich kann hell sehen. Also ich nehme diese meisten Sachen bildhaft wahr. Auch wenn ich Worte wahrnehme, sehe ich die oft geschrieben vor mir. Ja, und dann gucke ich einfach, welche Szene spielt sich jetzt vor meinem inneren Auge ab? Was möchte ich jetzt gerne damit tun? Wie gehe ich damit weiter? Und so hat jeder so seinen eigenen Wahrnehmungskanal, den wirklich jeder hat. Also das sind immer so Sachen, wo man sagt, oh, du nimmst zu viel wahr, ich kann das nicht. Also die Verbindung hat jeder und es ist die eigene Verbindung zu sich im eigentlichen Sinne. Es ist für mich jetzt auch schwierig zu erklären, so habe ich das bei mir erfahren. Und wenn ich mich darauf einlasse, ohne jetzt die Bewertungen damit laufen zu lassen, weil klar, der Verstand ist wieder sofort bei der Sache, wie jetzt ein Baum, Blätter abpflücken, spinnst du? Also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, das ist ja, das geht nicht, sowas kann man doch jetzt nicht sehen. Ne? Sobald ich anfange zu denken, bin ich ja wieder im Verstand und aus der Intuition draußen. Und ganz wichtig ist auch als